Hallihallo, es ist mal wieder soweit, das nächste Replay steht an und es ist mal wieder 2-on-2-Casual-Zeit. Abfahrt und es ist einmal der Fagoli, der mit dem TFF Neo zusammenspielt. Zu dem sage ich gleich noch was und die spielen gegen Obi Hörnchen und MK. MK, den habe ich glaube ich schon mal gesehen. Also mehrfach. Also MK kennt man, ne? Ja, so. Habe ich schon mal gesehen, glaube ich, auch in der Community. Ich weiß es nicht. Und zugeschickt wurde mir das Ganze von Neo. Der war mal Mitglied bei uns im Clan. Später war er es nicht mehr. Aber wir sind noch, wenn man sich sieht, hallo und so. Wir schreiben ab und zu sieht man sich in letzter Zeit wieder öfter. Früher hat man sich dann nicht ganz so oft gesehen. Und jetzt sieht man sich wieder öfter hin und her und zapp, zarab. Und da hat er mir mal einen Replay geschickt. Oh, hier. Dann ist hier Mr. Pink in your team. Ja, das war ich mal. Ja. Oder ist das ein älteres Replay? Ich weiß es nicht. Aber dann ist es doch der MK, der hier aus der Kommen ist. Und ja, es ist 2-on-2, Obi Hörnchen, tell him he's the gayest caster ever. Ja. Ja, so ist auch schön. Auf der einen Seite hier immer schön Arsch lecken, weißt du? Schön im Arsch mit dem Kopf und dann jetzt auf einmal, ja, ist der gayest Typ all of the world. Ja, dann gucken wir mal. Und jetzt verstehe ich auch, warum das Replay so heißt, wie es heißt, denn der Leo hat das Replay umbenannt in Botschaft für Mr. Pink. Und das war dann wohl hier die Botschaft für MK, werde ich mir merken. Ich habe den, glaube ich, erst vor kurzem auch wieder irgendwie in den, weiß ich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann mich natürlich auch wieder fatal irren, in den Lobbys halt gesehen, beziehungsweise in den, ja. Fagoli, hier TFF, fucking Fistfuckers, Clan ist gay und bla bla bla. Macht sich gerade sehr beliebt. Und wir schauen mal, ob er jetzt dann den beiden hier mal nach allen Regeln der Kunst den Arsch aufreißt. Ja, wie gesagt, der MK bin ich mir relativ sicher, habe ich erst vor kurzem, weiß nicht, IRC gesehen oder halt bei den Community Games in der entsprechenden Lobby, wo ich halt dann die Leute reinbitte, wenn sie mit euch, mit uns, mit mir spielen wollen. Aber jetzt habt ihr das halt hier gehört, falls ihr ne MK ab und zu mal trefft im Battle.net, dann könnt ihr ihm ja eure Glückwünsche ausrichten, meine besten Wünsche bestellen und ja, wenn ihr anders denkt als er, dann könnt ihr ihm das gerne auch deutlich mitteilen. So, Factory jetzt hier unten von Fagoli, der hier schon den Wall-In gebaut hat. Auf der Seite von Neo gibt es den Roach Warren. Und auf der anderen Seite sieht das Ganze ähnlich aus. Auch hier gibt es einen weiteren Tag nach den Speedlingen, nämlich die Banelinge und auch hier einen Wall-In. Stim-Upgrade läuft und sonst nichts, keine Factory hier im Bau. Dritte Barracks wird hier begonnen. Also Mars Marine, Baneling haben die beiden hier im Sinn. Und auf der anderen Seite müssen wir mal schauen. Double Factory, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, Double Factory und Speedling Roach. Dann ist auf jeden Fall hier der gute Neo hier ein bisschen besser dran. Gegen den Zerg. Also wenn man nur die Zergs mal gegenüberstellt. Auf der anderen Seite, was gibt es hier nochmal? Ein Tech Lab. Eventuell Blue Flame Hellions oder... Ne, Double Tech Lab, also wohl Panzer. Ansonsten, wenn das halt hier Hellions geworden wären, dann hätte halt hier nochmal ein Reaktörchen angeschraubt. Und was haben wir hier auf der anderen Seite mittlerweile? Die dritte Barracks ist gleich fertig. Und der Scan sagt hier, Banelinge Expansion kommt ebenfalls für den Zerg-Spieler hier. Und Banelinge und oh, cool. Banelinge von MK, mein neuer Lieblingsfreund, gleich nach Bushido. Und da haben sie eigentlich hier ganz gut was mit Roach Tank. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Komposition gegen Marine Baneling. Roach ist halt hier, die blocken die Marine, die Banes weg, sind stark gegen Marines und die Siege Tanks blocken die Banes weg und schlotzen auch ganz gut in Linge und in Banelinge rein, wenn sie denn gesieged sind. Und jetzt geht es schon mal los von MK, mein neuer Spezialfreund, bewegt sich Richtung Fagoli und dem Neo.
Und auch sein Kollege Obi-Hörnchen kommt jetzt hier vorbei. Ich kenne, es gibt auch so eine Serie, Obi-Hörnchen, so eine Porno-Film. Aber das ist was anderes, habe ich nur so, habe ich gehört. Hintenrum wird sich hier reingeschlotzt. Und das hier, ein bisschen nachlässig von Neo, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass er hier keinen Safety-Overlord an die Rocks stellt. Denn er ist eigentlich Diamond-Spieler. Jetzt kommt hier ein Obi rübergeschlotzt, rübergeflogen. Auf der anderen Seite siegen hier die Tanks, Hellions gibt es ebenfalls noch. Und er hat Blue Flame und Siege Mode. Ah, die beiden wollen hier einrücken. Marine, Marauder und ein paar Linge, Banelinge. Kriegen das noch rechtzeitig mit, hier die Tanks um zu siegen. Open. Oh, jetzt wollen die beiden hier gerade raus. Ah, das wird eng. Wo sind die Tanks? Ah, die Tanks siegen hier gerade auf. Die Roaches kommen. Ah, die Banding hier schon ganz gut rausgenommen. Ein Panzer hier down. Worker hier gesaved von Neo. Hart mit den Roaches hier. Kann er das vielleicht halten? Ja, reinforcende Roaches noch mit dabei. Geht da ganz nah auf Tuchfühlung. Sniped hier die Marauder raus. Und jetzt haben die Marines hier nichts mehr zu lachen. Aber hier Le Dupont ist noch offen von Facoli. Aber hier alle Worker noch am Start. Hier Neo aufgepasst, hat hier eine Menge Worker schon am Start, hat hier nichts verloren. Die Linge jetzt hier aber nochmal drin. Die Roaches noch ohne Speed rennen hier hinterher. Haben sie nochmal gut abgewehrt. Ein paar Banelinge werden hier oben schon mal gemorpht, aber da geht der Neo gleich drauf. Ein paar Linge hier in der Minoline Marines mit dabei. Die Bude mittlerweile geschlossen. Jetzt kommen hier hintenrum nochmal die Linge reingerannt hier von MK. Aber das, denke ich, ist noch hier im Rahmen. Das können die beiden hier noch halten. Wir gucken mal auf den Worker-Count. Da haben wir hier 30 und 27 gegen 30 und ja jetzt 25. Hat der Zerg oben auch nochmal eine Runde nachgedroht. Depot brennt hier ab oder geht down. Denn auch der gute Obi-Hörnchen kommt dann mit einer frischen Truppe hier an. Aber hier stehen nochmal ein paar Siege-Tanks von Facoli. Und die Roaches vertreiben hier die Linge. Ah, Neo hat hier nochmal eine Probot stehen, kann dann hier gleich mal hier hinten exen, würde ich mal sagen. Ja, macht er jetzt auch. Da kommt die Expansion, die Exe vom Zerg MK hier oben, läuft schon ein bisschen länger. Und auch der Terraner Obi-Hörnchen bringt jetzt seine Expansion plus nochmal Starport und hier auch die Factory. Weitere Supply Depots, die Roaches machen hier die Choke dicht. Wie sieht's hier aus bei Facoli? Dritte Factory, Safety Depot und er fragt jetzt hier nach einem Go, der Neo. Und ja, ich bin wie gesagt ein bisschen überrascht, denn er ist eigentlich Diamond-Spieler, solider Spieler eigentlich. Und ja, hat hier einfach mal geschlafen, kein Overlord. Und wie das Ganze dann geendet ist, haben wir gerade gesehen. Der Terraner hier, 600 Euro, wenn sehe ich gerade, könnte mal locker eine Echse bauen. Scheint ein Random Tour und Two zu sein. Und sagt er, ja, Go machen hier, wenn du nicht expandierst. Und hier oben, Marine Marauder, Stim ist mittlerweile durch und Combat Shields laufen und auch er baut hier Tanks plus Medivacs. Also Marine Marauder, Siege Tank, Medivac mit Speedling Baneling und macht er sonst noch was? Ja, T2 hat er. Dritte Base kommt, ansonsten hat er gar nichts. Und hier als Siege Tank, Hellion mit Roaches von Neo. Ah, Tanks, vier Stück, sollten langsam mal aufsiegen hier. Ah, die Tanks, da müssen die Roaches dazwischen. Ein Tank, zwei Tanks sind schon down, dritter Tank geht hier down. Ah, der eine bleibt hier gerade noch so stehen mit Count Repair. Neos Roaches rasten komplett aus. Die Spinecrawler hier, keine Chance. Hier ein bisschen Pech mit den Tanks. Drei Stück verloren, die Hellions alle Schrott, aber die Roaches hier von Neo, unfassbar. Wie er jetzt hier die Hütte abreißt von meinem neuen Freund MJ. Schade, schade. Und auch hier Facoli jetzt mit der Expansion. Facoli erinnert mich so ein bisschen an Fäkalien. So Fäkali. Ein paar Linge nochmal dabei. Die werden das Ganze hier aber nicht mehr safe machen können. Zu viele Roaches von Neo hier am Start, der auch schon den Roach Speed durch hat. Der schon 1-0 auf den Roaches hat. Macro Edge kommt. Spire. Nee, Spinecrawler, Entschuldigung. Und auch hier macht er sich mit Spinecrawler safe. Die Roaches marschieren jetzt hier ein. Auch ein Siege Tank, den nimmt er raus. Schöner Move und der eine Siege Tank hier. Ah, Hell, jetzt nochmal reingeschickt von Facoli. Ein paar Banelinge nochmal hier gemorpht. Der Siege Tank muss hier eine Menge Kills haben. 13 Stück. Die Banelinge hier schön in die Roaches reingewastet. Die nimmt er gerne frontal. Die Bude hier ist jetzt offen. Le Dupont
Und da kann er eigentlich draufschlotzen. Beide jetzt hier mit einem Siege-Tank. Der knallt hier auch ganz gut rein. Schon zwei Roaches down. Counter-Repair hier auf dem Tank. 14 Kills. Schönes Ding. 16 Kills. Dann geht er letztendlich hier down. Trotzdem schöner Push hier von Focoli und Neo. Die Echse abgerissen. Die Armee abgerissen. Und Reinforcements, wie sieht's aus? Ein paar Hellions stehen hier bei Focoli. Ja, Mars Minerals, der ist ein bisschen überfordert hier im Makro. Wie sieht's aus hier bei Neo? Der hat ein bisschen weniger Geld. Hat auch schon wieder gut Roaches hier gebaut. 1-0, wie gesagt, ist durch. Und auf der Seite von MK gibt es den Spire. Expansion natürlich jetzt mittlerweile auch hier schon von Obi Hörnchen. Und wie sieht's hier aus bei Focoli? Der ist hier, könnte nochmal eine Echse bauen, theoretisch. Bringt aber erstmal noch ein paar Hellions, hat jetzt hier auch schon Tore dabei. Thors, natürlich auch gut. Finish now, sagt hier Neo. Lass die Typen jetzt abreißen gehen. Neo hier schön mit seinen Roaches. 2-0 läuft. Zweite Base läuft und mal gucken, wie es abgeht. Wann kommen die ersten Mutas hier von MK, der Spire gleich durch. Ah, die Echse kommt jetzt auch raus langsam hier von Focoli. Aber gegen die Muten haben sie dann auch schon hier die Tore. Und ja, 6, 7 Mutas sind sogar hier im Bau. Bin gespannt. Ja, jetzt nicht mehr Hellion Siege Tank, sondern Tor Hellion. Und hier weiterhin nur Roaches bei Neo, der jetzt hier auch noch das Infestation Pit im Bau hat. Das, ja, das Infestoren-Gedöns. Hier nochmal ein paar Linge dabei. Und hier oben eine kleine Tankline. 2 Stück Marines, 1-0 Upgrades, Medivacs und darüber schweben die Mutas. So, und jetzt geht's hier eventuell gleich los. 2 Tore, 3 Tore und das 1er Angriffs-Upgrade, 4 Tore. Jetzt hier auch gleich durch und dann kriegen die Mutas aber richtig in die Fresse. Die Hellions hier nochmal ein bisschen am Rumscouten. 2 Vikings hier gesehen von Obi-Hörnchen. Wann geht's hier los? Von Focoli und Neo gegen MK und Hörnchen. Er hier hat gerade durchgegeben an seinen Kollegen. Hier, die haben Mutas. Hier unten sind die Freunde unterwegs. Da kommen die Mutas gleich eventuell in Bredouille, denn da kommen die Tore. Turrets gibt's hier keine. Nur Tore, schön geliftet hier. Und da kommen... Ah, hier 2 Mutas schon mal getroffen. Auf der anderen Seite hier oben von Neo die Expansion gekillt mit den Lingen. Ah, die Tore hier, die schlotzen hier rein, die Queens. Nochmal ein paar Sporecrawler gebaut. Und da kann er nicht wirklich viel machen hier mit seinen Mutalisken. Aber er stört natürlich hier schon mal empfindlich. Das meinen die Tore natürlich viel zu langsam. SCV ist jetzt noch mit dazugezogen zum Counter-Repair. Und dann bin ich gespannt, wie sie hier einmarschieren. 5 Tore SCV Hellion mit den Roaches, mit den Speedlingen, die hier oben schon mal gute Arbeit geleistet haben. Wie gesagt, von dem MK die Echse gekillt. Aber jetzt kommen hier Marines. Kann er das schaffen? 0-0 gegen 1-1. Ah, hier nicht aufgepasst. Der Stim zu spät von Obi-Hörnchen. Aber Neo war sich nicht ganz sicher, zieht kurz zurück, verliert hier 1, 2 Dinge mehr, als er eigentlich hätte verlieren müssen oder dürfen. Und hier unten sterben gerade schön die Mutas. Boom, von MK, du tust mir so leid. Oh, die Mutas, alles schon, alles schon. Ja, hier die Vikings hier natürlich auch nichts zu lachen gegen Tore. No Muta anymore hier. Und jetzt kann's losgehen. Tor Hellion, Roaches, Speedling gegen eine Handvoll Panzer Marine und nix von MK. 2 neue Mutas hier, gar kein Problem. Ich habe Tore da, Gamer, da brauche ich nochmal ein paar neue Mutas. Die reißen die ab. Ja, der Zerg hier mit Income-Problemen. Hier Mars Oversaturated in der Main und in der Natural nicht wirklich viel los. Und wie sieht's hier aus? Bei Obi-Hörnchen auch nicht sonderlich viel. Aber man darf natürlich nicht vergessen, auch hier unten ist nicht allzu viel los. 2 Base nach knapp 20 Minuten. Aber wie gesagt, dieses 2-on-2 hat ja eine ganz andere Dynamik als ein 1-on-1. Da ist das nicht so eng zu sehen. Dritte Base steht ja hier auch schon für Hörnchen. Auch bei Focoli läuft das Ganze wieder. Der hier unten aber einen Drop jetzt reinkriegt vom Hörnchenmann. Oh, hier ganz knapp ein Hit mehr und dann wären hier alle down gewesen. Expansion hier geliftet. Übrigens hier kein Orbital, aber auch bei Focoli hier. Da sind noch so ein paar kleine Verbesserungen, die da möglich wären. Die Linge hier von Neo ein vielleicht mal vorschicken. Und Burrowed Infester hat da auch noch mit dabei im Mix. Ah, er rennt hier einfach rein. Die Roaches noch mit am Start.
auf der anderen Seite der Go hier, der Tore. Sieht gut aus, die Tanks sind schon mal alle down. Hier die paar Linge, die nimmt er auch noch frontal. Die Roaches da kriegen aber hier noch ein bisschen Schaden gegen die Mutas. Da kann er nämlich nichts machen. Warum baut MK jetzt hier auch noch Corruptor? Gegen Tore sind die noch besser, hat er sich gedacht. Und hier oben reißen die Tore die Mainbase von Ogi Hörnchen ab. Und der baut nochmal 20 Linge hier, der MK. Aber ich meine, okay, das wird eng. Und hier die Infester kommen auch schon von Neo. Und dann has left the game. Schade. Ja, wie gesagt, falls ihr MK nochmal irgendwie sehen solltet, richtet ihm schöne Grüße aus. Sagt ihm eure Meinung hier. I'm the gayest caster in the world. Und der Clan ist auch voller Homos. Und ja, das ist nur seine Meinung. Das kann er gerne haben, habe ich gar nichts gegen. Und ja, MK, du bist raus, Junge. Du bist raus, Junge. Hohecker sind raus. Ja, warum das denn? Hier hinten auch nochmal hier ein paar Linge hier schön von Neo. Boom. Ja, Pech. Pech für MK. Und ich bin mir echt sicher, dass der eigentlich einer außer Com ist. Also einer, der öfter mal IRC ist oder auch in den... oder es ist jemand, der auch so ausgesprochen wird und ein bisschen ähnlich geschrieben wird. Ich kann mich, wie gesagt, auch fatal irren. Aber der Name ist mir von Anfang an gleich bekannt vorgekommen. Und meine Botschaft hier, beziehungsweise seine Botschaft, ist ja bei mir angekommen. Ich bin höchst erfreut. Und vielen Dank an Neo für das Zusenden dazu der Replays hier und für Goalie. Gut gespielt, die beiden hier. Das war, glaube ich, so Diamond-Platin-Niveau. Wie gesagt, im One-on-One war der gute Neo mal Dia. Mittlerweile hat er auch ewig nicht gespielt, so wie ich. Ist auch ein bisschen abgerutscht. Ich glaube, aktuell ist er nur Platin, aber spielt schon solide. Ist schon gut. Und bis auf den einen Fail mit dem Overlord hier vorne hat er sich ja auch nicht zu Schulden kommen lassen hier, nicht? Nee. Ja, nun gut, wenn ihr ihn seht, sagt ihm hier, toller Typ, hast du super gemacht und ja, ich bedanke mich bei euch, ja, bei euch fürs Zuschauen, kommentieren, liken, abonnieren, Facebook, YouTube, Twitter, alles, volles Programm, ich sage danke, bis zum nächsten Mal und hier, mein neuer Freund. Und wenn ich dich das nächste Mal sehen sollte, dann gibt es... 1006, 3200 dpi. Nein, dann gibt es hier... Mit 6000 DPI ins Gesicht.